Ich mach lieber den Schluss. Ich möchte lieber nach Hause. Also dann, Bitonio, führ den anderen quasi mal die Kletterrunde vor. Hilf doch, Pipifax. Immer abwechselnd ein Junge und ein Mädchen. Petula, du bist dann quasi als Nächste dran. Okay. Als Erstes klettere ich ruckzuck die Leiter hoch. Hopp, hopp, hopp. Bitonio nervt, wie der beim Sport immer angibt. Und schön diese Leiter. Dann sprinte ich wie der Blitz übers Gerüst. Immer langsam, Bitonio. Ein Sportler sollte quasi Tempo nie mit Hast verwechseln. Soll er doch ruhig auf die Klappe fallen. Vielleicht hält er sie dann endlich mal. Und schön diese Brücke. Dann die zweite Leiter ohne Füße runter. Denk dran, langsam quasi. Und jetzt am Pfeil wieder rauf. Und schön dieses Seil. Von oben. Ich wette, so schnell fasst das keiner. Angeber! Jetzt du, Betula. Mach's quasi wie Bitonio, aber ohne Hast. Okay. Immer schön festhalten, Petula. Er hat auch immer eine große Klappe. Wer ist nach Petula dran quasi? Ariol? Herr Kammlich, gucken Sie mal. Petula traut sich nicht. Dich möchte ich sehen, du Dödel. Das ist echt ganz schön hoch. Nicht nach unten gucken, schön festhalten und quasi langsam weitergehen. Petula ist in Gefahr. Ich geh rauf. Mist, da kommt dieser Blödmann Tiberius. Warte, Petula. Ich helfe dir. Ich brauch keine Hilfe. Weg da, ich bin jetzt dran, hat der Kamm nicht gesagt. Glaub's auch nur du, Packesel. Hört auf, euch zu zanken, ihr beiden. Ariol ist jetzt dran, quasi. Ätsch. Aber das ist unfair. Ariol kann gar nicht klettern. Der ist nur im Schlüppi. Nee. Tiberius, wie gemein. In die Ecke mit dir, Tiberius. Du bist quasi als Letzter dran. Nee, ich bin Letzter. Hab ich als Erster gesagt. Uff, den bin ich los. Und Petula hat von da oben nichts gesehen. Alles gut. Schon komisch, ich hasse diese Leiter. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre Hengst Heldenhuf, der in Morodons Festung hochklettert, um Prinzessin Petula zu retten, geht's ganz leicht. Petula, alles okay? Oh nein, wo ist sie denn hin? Ist sie etwa runtergefallen? Aber nein, Unsinn. Die ist schon wieder unten und quasi am Kletterseil. Und jetzt du, aber ein bisschen plötzlich. Ja, ist gut. Holla, echt ganz schön hoch hier. Bloß nicht stolpern. Ja, suchst du mich, Ritter Ariol? Da bin ich. Imperator Morodon. Hier, mit diesen Pfeilen mache ich dir weiche Knie. Wie gefällt dir das? Aua, das piekst. Wird's bald, Ariol? Oder müssen wir hier quasi noch bis morgen warten? Na los, nimm den Fallschirm! Ich hab einen Wadenkrampf, Herr Kammlich, echt? Ich komm da gleich quasi rauf und mach dir Beine! Jetzt, wo du vollkommen hilflos bist, Ritter Ariol, stoß ich dich in den Abgrund. Oh nein, das gilt nicht! Und Abflug? Wehe, Morodon, das sag ich meinem Vater. Ariol? Ah! Komm, ich helf dir rüber. Du bist das, Susulla? Ich hab dich gar nicht hochkommen hören. Danke, ich komm schon klar. Du musst mich nicht festhalten. Wir Fliegen sind vielleicht nicht sehr sportlich, aber dafür schwindelfrei. Oben! Ariol. Der Fotoautomat. Onkel Petro, machen wir Fotos? Mit meinem Handy, meinst du? Nein, in der Kabine da. Das ist lustiger und man kriegt echte Fotos.
Moment, mal sehen, ob ich Kleingeld hab. Guck mal, hier gibt's auch solche Spaßfotos. Dann mal los, Riri. Hopp, auf meinen Schoß und ich werf das Geld ein. Und Vorhang zu, dann sieht uns keiner. Nehmen Sie auf dem Hocker Platz und stellen Sie die Sitzhöhe ein. Hoho, da redet ja einer mit uns. Tag, Chef. Wollen wir ein Spaßfoto machen? Hoppla! Hey! Haha, da sind wir glatt eine Etage tiefer gerauscht. Mann, hab ich mich erschreckt. So, ich drehe wieder hoch. Nehmen Sie auf dem Hocker Platz und stellen Sie die Sitzhöhe ein. Ja, ja, geht gleich los. Haben's gehört, du wiederholst dich. Personen mit Hörnern, Kamm oder langen Ohren, achten bitte darauf, dass diese im vorgesehenen Rahmen bleiben. Die ziehen ja gleich die Ohren lang, unsere Ohren. Meine sind gar nicht lang. Bitte wählen Sie aus Passbild in Farbe oder Schwarz-Weiß. Farbe, please. Können wir ein Spaßfoto machen? Für ein biometrisches Passbild nehmen Sie bitte die Brille ab und lächeln Sie nicht. Soll ich meine Brille abnehmen? Auf keinen Fall. Fertig. Bei drei ziehen wir unsere schönste Grimasse. Au ja. Eins, zwei. Nicht bewegen. Drei. Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, drücken Sie die 1. Für ein weiteres Foto drücken Sie die 2. Wie Sie gucken. Gar nicht übel. Aber das kriegen wir bestimmt noch besser hin. Und diesmal gucken wir so richtig böse. Gut. Nicht bewegen. Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, drücken Sie die 1. Für ein weiteres Foto drücken Sie die 2. Das ist gut, aber dich sieht man bloß zur Hälfte. Schade. Vielleicht habe ich so irre böse geguckt, dass die Kamera Angst vor mir bekommen hat. Machen wir mal ein Spaßfoto? Das ist bestimmt auch lustig. Wählen Sie eine Option. Love können wir nicht nehmen. Das ist nur für Verliebte. Na eben. Das schenken wir dann unseren Liebsten. Du hast doch sicher eine Liebste, oder? Wie muss man denn gucken als Verliebter? Na, so leicht dämlich. Am besten wie einer von diesen Schnulzensängern. Guck hier, das mögen die Mädchen. Sicher? 100 pro. Nicht bewegen. Mein Herz, ich sterbe vor Liebe zu dir. Hör auf, ich muss jetzt lachen. Ah, sehr hübsch. Gar nicht, ich sehe voll behämmert aus. Sag ich doch, so gucken Verliebte immer. Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, drücken Sie die 1. Für ein weiteres Foto drücken Sie die 2. Das nehme ich. Für meine Freundin Tessie. Die findet uns sicher super süß. Also, die 1. Nein, bitte nicht. Ich drücke die 2. Nicht bewegen. Die 1. Die 2. Was ist denn hier los? Dieser Herr meint, er hätte hier verdächtige Schreie gehört. Als würde ein Huhn abgestochen. Ihren Ausweis bitte. Was tun Sie hier mit dem Kind? Das ist mein Neffe und wir machen einfach nur Fotos. Stimmt das, Kleiner? Ist das dein Onkel? Na klar, das ist Onkel Pedro. Wir albern nur ein bisschen rum. Tun Sie das, aber in Zukunft etwas leiser. Verstanden? Verstanden. Und zum Lachen gehen Sie in den Keller. Ist klar? Psst. Hey, guck mal da! Ist ja unglaublich. Das war bestimmt genau da, als uns der Polizist erschreckt hat. Und dann auch noch in diesem Rahmen. Besser geht's nicht. Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, drücken Sie die 1. Für ein weiteres Foto drücken Sie die 2. Das behalten wir. Was,
Riri? Klar, als Andenken an den Tag, wo wir fast verhaftet worden wären. Wanted, tot oder lebendig. Belohnung, 30.000 Mäuse. Gesprochen von? Moritz Diefenbach. Und Heinrich Völkel. Ramono, ich habe was echt Schlimmes über meine Eltern rausgefunden. Was denn? Sie spionieren mir nach. Und los, alle an ihre Plätze, Sachen rausholen und das Ganze bitte leise. Das hier habe ich neulich in Papas Schreibtischschublade gefunden. Zeig her. Aufnahmen, Ariol. Guck mal rein. Was ist das? Ich glaube, das sind Fotos von mir in der Nacht. Deine Eltern fotografieren dich nachts, wenn du schläfst? Sieht so aus. Aber warum? Spionage eben. Und was steht da alles drauf? Zahlen und Wörter, die keiner versteht. Wahrscheinlich verschlüsselte Botschaften. Und warum sollten sie dir nachspionieren? Was weiß ich, vielleicht sind meine Eltern beim Geheimdienst. Oder Gangster. Oder Außerirdische. Ariol und Ramono, bringt mir diese Bilder doch mal nach vorn. Oh nein, Herr von Schnapp, das geht nicht. Die sind streng geheim. Herr damit, die sind konfisziert. Das sind ja Ultraschallaufnahmen. Wie kommst du dazu, sowas in die Schule mitzubringen, Ariol? Ultraschall was? Ultraschall. Hier, ich schreib's an die Tafel. So, und weiß denn noch jemand, was das ist? Ein Ultraschall? Ja, ich. So, Ursula. Das sind Fotos von Babys im Bauch von ihrer Mutter, vor der Geburt. Sehr gut, so, Ursula. Ich habe nämlich die von meinem kleinen Bruder gesehen. Erst war er eine Larve, dann eine Minifliege und dann kam er auf die Welt. Aber wie kann man denn im Bauch was fotografieren? Durch den Bauchnabel, du doofe Nuss. Aber nein, Naftaline, es gibt Spezialkameras, um in den Bauch der Mutter hineinzusehen. Und da uns Ariol diese Bilder netterweise mitgebracht hat, wollen wir sie auch gemeinsam anschauen. Einverstanden, Ariol? Naja. Stellen wir uns also vor, Ariols Mutter erwartet seine Geburt. Was ist sie dann? Schwammig? Nein, Tiberius, sie ist schwanger. Sie geht zum Arzt und der schaut mit dem Ultraschallgerät in ihren Bauch. Und was sieht er dort? Bitonio, sag es uns. Ihr Skelett? Aber nein, Unsinn. Er sieht Ariol. Wie schrecklich ist das denn? Sogar vor der Geburt wird man schon beobachtet. Ich sag ja, alles Spione. Und das hier ist Ariol im dritten Monat. Man sieht schon den Kopf, die Arme und Beine. Aber, ja, Matronja, das kann nicht Ariol sein. Der hat viel größere Ohren. Doch, Matronja, seht ihr dieses Bild hier aus dem sechsten Monat? Da sind die Ohren schon gewachsen. Es ähnelt immer mehr einem kleinen Esel. Stimmt. Wie gemein. Wäre ich im dritten Monat geboren worden, hätte ich so kleine Ohren wie Hengst Heldenhuf. Und deine Brille? Wann ist dir die gewachsen? Eins noch. Seht ihr diese Art Schlauch, der am Bauch von Ariol befestigt ist? Was könnte das wohl sein? Sein Piller? Ein Telefon? Ein Springseil? Das ist die sogenannte Nabelschnur. Sie verbindet das Baby mit der Mutter. Bei der Geburt wird sie durchgeschnitten. Aber tut das denn nicht weh, wenn man die durchschneidet? Und tut so ein Ultraschall weh? Und tut das weh, wenn die Ohren wachsen? Genug, jetzt reicht es mit den Bildern. Du packst sie jetzt in deinen Ranzen und nimmst sie wieder mit nach Hause, Ariol. Ich will sie hier nicht nochmal sehen, klar? Ja, ist gut. In der Pause. Und, bist du froh, dass deine Eltern keine Spione sind? Oh ja, allerdings. Ich mag's nicht, wenn jemand seine Nase in meine Geheimnisse steckt.